Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Soma. Wir sind ja hier immer noch in diesem komischen, Außenposten oder was auch immer das hier ist, und wir müssen Täter finden, wie auch immer wir da hinkommen. So ein bisschen nördlich von uns, genau, wir sind bei Delta. Und ja, ich wollte mal gucken, was das hier ist. Das habe ich letztens noch gesehen. Okay, es ist irgendwie Zeppelin Cargo Transport. Okay, das ist einfach nur quasi der Weg. Naja, hilft uns nicht weiter. Ja, ich denke mal, wir müssen jetzt hier wirklich mal raus und schauen, wo wir jetzt langkommen. Ist noch eine Tür, gucke ich gleich mal rein. Ist kaputt. Ah, okay, das kennen wir. Dann mal raus. Ach so, nein, das ist nur das Klo. Stimmt, das haben wir letztens schon gesehen. Immer noch nichts drin, besser ist auch. Ah. Ich hoffe wirklich, wir haben nichts übersehen. Aber hier, das funktioniert nicht. Warum geht denn das nicht? Eigentlich? Warum funktioniert denn der Schalter hier nicht? Okay. Ah, unser Freund ist wieder da. Hallo! Ach mal, hier steht ja Zeppelin-Transporttäter. Na, dann sind wir hier hoffentlich richtig. Wir gehen erstmal weiter. Wir gucken uns jetzt mal ein bisschen um. Und ich hoffe, hier kommt nicht wieder so ein garstiger Meeresbewohner. Der letzte war ja ziemlich beleidigend. Das fand ich nicht nett. Ich lasse mich ungern beleidigen. Ich bin mir ja nicht sicher, ob wir hier irgendwie noch was Funktionsfähiges finden. Hier runter? Nee. Ist auf jeden Fall der Weg hier, aber ob das jetzt der richtige Weg ist? Wir schauen einfach mal. Wir folgen mal wieder den Lampen. Das haben wir die letzten Male auch schon gemacht und irgendwie sind wir ja dann doch angekommen. Ist das hier ein Stein? Hallo? Ich gehe irgendwie nicht davon aus, dass wir jetzt hier lang müssen. Das sieht so nach nichts aus. Ich würde jetzt wirklich hier irgendwie in dem Gebiet bleiben, wo es auch einen Weg gibt. Ist auch außer Betrieb. Ah, hier leuchtet's. Oho. Na dann. Auf, auf. Oh, hallo. Und ich muss ja sagen, ich meine, sie sagt ja jetzt hier, dass Akers verrückt geworden ist. Das habe ich mir auch schon gedacht, wo wir letztens gesehen haben, wie lange der eigentlich noch da war, dass der nicht mit den anderen mitgeflogen ist und seine komische Lache da beim letzten Mal. Aber, oh Mann, wir müssen hier schon wieder, Gott spielen.
Oder auch nicht. Okay, ich dachte, ich müsste das Ding jetzt hier rausziehen. Hier ist ein Schalter. Noch was? Huch, oh Gott. Jawohl. Da war ein Loch im Boden. Ich habe es ganz vergessen. Ich auch noch was? Ach nee, das ist der... Nee, ist er nicht. Wir haben hier zwei Schalter. Nehmen wir erstmal den. Alles klar, okay, das ist jetzt wohl wieder unsere Position. Wir müssen immer noch nach Norden. Was ist das hier eigentlich? Okay. Müssen wir uns dann mal anschauen, wenn wir da sind. Sehen auf jeden Fall, hier hinten ist das Hauptquartier. Schauen, ob hier auch was passiert. Ach nee, der klemmt. Ja, das war jetzt aber auch zu erwarten. Hier ist kein Strom, sonst müsste die Lampe auch leuchten. Schade. Ist das hier noch irgendwas? Nee, das ist nur ein Stromkasten, der nicht mehr funktioniert. Dann gehen wir jetzt wieder raus. So, dann folgen wir weiter dem Weg. Delta, ja, da waren wir doch drin. Kommen wir hier oben rein? Na, das ist keine richtige Leiter, schade. Mensch, wir führen Selbstgespräche, wenigstens das mal. Okay, also wir müssen vorsichtig sein. Und da krabbelt wieder ein kleiner Krebs. Hallo. Okay, nee, wir gehen hier lang. Hier muss es irgendwo noch einen Eingang geben. Wir müssen bestimmt noch irgendwas aktivieren. Ich weiß gar nicht, waren wir hier schon drin? Wahrscheinlich nicht. Nee, hier waren wir noch nicht drin. Das läuft jetzt erstmal wieder mit Wasser voll. Wow. Ach Quatsch, das Wasser läuft weg. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Glubschi, hallo. Was ist das denn? Ist ja ekelhaft. Das Licht schmerzt in meinen Augen. Er sagt mir, dass ich dieses glasige Fleisch in meinem Schädel nicht brauche, um die Erlösung zu sehen. Es macht mir nichts aus, sie zu entfernen, sie daran zu hindern, diese göttliche Mission zu verdunkeln. Und das ist ja... Er hat sich die Augen rausgerissen. Ernsthaft? Oh, boah. War das der Akins? Ich weiß es nicht, aber das ist... Jetzt klebt das Auge am Boden. Oh Mann. Ist ja wirklich... Super. Hey, und... Also das ist schon... Hallo? Habt ihr das gesehen? Das Ding, das hat sich hier gerade langgezogen. Also irgendwie finde ich das nicht... Nun ja, genug mit dem Auge gespielt, würde ich sagen. Was haben wir hier noch? Wir haben hier ein paar Korallen. Ach nee, das hatten wir jetzt hier. Nein, das möchte ich nicht nochmal. Das kenne ich schon.
Schmerztabletten. Kartenspiel. Also er ist wirklich verrückt geworden. Hier haben wir noch eine Nachricht. Mein Spiegelbild im schwarzen Blut unserer Verwalterin flüstert. Ich muss sie aus dieser Hölle retten. Muss sie schlafen lassen. Sie in meinen Klarträumen einschließen. Okay. Die Verwalterin? Wer ist denn die Verwalterin? Und noch mehr. Sich anzusehen, wie Wow Delta übernimmt, ist ziemlich aufregend. Vor einem halben Jahr noch hätte ich mir Sorgen gemacht. Ich hätte Goya und Wan das schwarze Blut aus der Maschine entfernen lassen. Nun aber scheinen ihre verkrusteten Oberflächen das alte Delta zu ergänzen, ja sogar in den Schatten zu stellen. Mhm. Und hier sind noch Konservendosen. Also, das sieht auch irgendwie noch so frisch aus. Rennt der hier doch noch rum? Und wieder Schach. Ja, der Gegner ist beschädigt. Das hatten wir am letzten Rechner auch. Hier gibt es diesmal keine gewonnenen und verlorenen Spiele. Also, Akins war mit Sicherheit hier. Nichts im Spind. Moment, da ist ein Zettel, aber... Ja, damit können wir nichts anfangen. Oh, und hier klebt auch noch Blut. Oh, und das matscht so. Als ob da irgendwas klemmt. Aber wir kriegen es nicht auf. Können wir da was gegenwerfen? Oh, hier ist noch Strom, aber den können wir nicht abschalten. Da können wir auch nichts machen. Doch, wir können den Feuerlöcher mal probieren. Gegen zu hauen. Vielleicht hilft das. Naja, es geht trotzdem nicht auf. Schade. Oder? Mit noch ein bisschen mehr Schwung? Also hallo, was ist denn das für ein Monsterspind? Der muss ja kaputt gehen. Sonst noch irgendwas außer Augen? Oh, ist ja wirklich, also... Aber die Augen, die lassen sich nicht mehr vom Boden aufheben, wenn man sie mal rumgeworfen hat. Aber hier sind noch so kleine Würmer. Hier noch irgendwas übersehen? Wahrscheinlich nicht. Ich hätte gerne diesen Spind aufgemacht, wirklich. Zu gerne. Hier kann man ja auch nichts machen. Hm. Na gut. Dann wieder raus. Ja, ich glaube das zu gerne, dass es in dem Anzug hier wirklich warm ist, in diesem Taucheranzug und bei der ganzen Expedition hier. Hey! You put in a good word for me? I'm not sure that's a good thing. Nah, I'm just messing with you. Also folgen wir ihm jetzt hier oder nicht? Bin mir jetzt nicht so sicher. Ich vertraue hier ehrlich gesagt niemandem. Did you move the Carthage casing? We need to test that one before we ship it. Der sieht uns gar nicht, glaube ich. Der ignoriert, dass wir da sind. When Astrid is off platform, this place turns into such a locker room. Not in a good way either.
Hier ist ein Kontrollraum. Können wir da rein? Ach, okay. Den kennen wir schon. Da waren wir schon drin. Wo ist denn jetzt der andere hin? Da ist er. You're so full of shit, Brandon. I've seen you when payload manager Alice Coster shows up. Okay, vorhin war auch von der Verwalterin die Rede. Alice Coster. Was auch immer für eine Rolle sie spielt. You'd let her manage your payload? What? That doesn't even make sense. Come on, stop messing around and get back to work. Hey, can you hear me? Help me out of here, will you? Hey, you. Don't worry about it. I got this. Der kriegt das nicht mit, dass wir hier sind. Forget it, Akers. I'm not playing with you anymore. As if chess wasn't boring enough. You just have to go and win in four moves or whatever. Das ist Akers Schachpartner gewesen? Hey, can you hear me? Make yourself useful. Listen. Give me some room, really? Hey, can you hear me? Don't stand there. You know better than that. Listen. Give me some room, really? Hey, can you hear me? Nein, er kann uns nicht hören. Aber wohin will er denn? Hey, can you hear me? Give me some room, really? Did you move the outer shields? No, the thin one, the yielder. Yeah, I know it's not technically a shield. Ja, da waren wir doch drin. Da kommen wir doch her. Also so eine richtige Hilfe ist der hier nicht. Dann laufen wir jetzt hier einfach in Eigenregie weiter rum. Das bringt nichts, dem hinterher zu rennen. Gucken wir uns jetzt einfach nochmal ein bisschen genauer hier um. Aber wenigstens war er nicht feindlich. Das ist ja schon mal was. Das kennen wir ja schon ganz anders. Rum ist eine Luke. Oh, Hilfe, jetzt habe ich mich gerade erschrocken hier. So gequietscht. Moment, welcher Raum ist das denn hier? Sind wir jetzt im Kreis gelaufen? Oh, ach nee. Das ist ja doch wieder... Oder? Doch, das ist der wieder. Hey, can you hear me? Don't stand there, you know better than that. Dann geht's mal hier lang. Ach, verdammt. Jetzt war der Text da. Das kennen wir auch schon. Geht die Tür hier auf? Da waren wir, okay, da waren wir letztens auch schon drin. Ist ein bisschen verwirrend hier. Hier gibt es halt so viel. Und irgendwie kommen wir nicht dort an, wo wir wirklich hin müssen. Hier ist die Tür wahrscheinlich wieder kaputt, natürlich. Aber unser kleiner Freund kann uns helfen. Wieso? Hallo? Sonst macht er das doch auch immer. Heute will er nicht. Was haben wir hier? Kein Signal, das ist die Antenne. Frage, ob wir hier wirklich was einstellen können. Careful, Brand. Nice and easy. Kein Signal auf der 1.
nirgends. Got it. Was? Hab ihn? Wen hat er denn? Oh, Moment, hier. Was können wir denn hier orten? Ich lasse es einfach mal durchlaufen. Ich probiere die anderen Kanäle dann auch noch aus. Also auf der 1 kommt nichts. Bin gespannt, ob wir hier irgendwas finden. Was sammelt er denn hier? Ja, kein Signal. Looks okay, right? Yeah, it'll do. Auf der 4 vielleicht? Careful, Brand. Nice and easy. Da kommt immer kein Signal. Also ich weiß auch nicht, ob man hier überhaupt reden muss, damit was kommt. Die Striche müssen ja irgendwie was bedeuten. Oh, Linkverbindung hergestellt. Und jetzt? Was bedeutet das? Also auf der 5 haben wir irgendwie einen Kontakt. Dann gucken wir mal, was es hier noch ist. Nee. Die 7? Okay, hier ist es die 7. Da oben ist es die 5. Ich glaube, bei dem anderen war es die 2. Das hatte kurz schon geleuchtet. Die Frage, ob man hier mehrere irgendwie aktivieren kann. Ah, die 2 war es nicht. Was war es denn dann? Ach, nee, doch, die 2. Also ich weiß nicht, ob uns das hier irgendwas bringt. Wir schauen mal. Möglicherweise ist ja jetzt hier irgendwie an einem Rechner noch ein bisschen was los. Haben wir hier jetzt noch irgendeinen Kontakt? Nee, Gegner beschädigt. Okay, an dem Rechner hier ist dann nichts los. Oh, ich habe gehofft, dass man irgendwie was machen kann. Schade, vielleicht woanders. Und wieder raus. Mann, der soll mal was erzählen, was Sinnvolles. Also ich bin mir noch nicht sicher, was uns das jetzt hier irgendwie bringt. Also hier wird nichts passieren. In welche Richtung zeigt denn eigentlich diese Antenne?
Okay, da lang. Wahrscheinlich kommt jetzt hier gleich wieder was angesprungen. Mich würde halt echt interessieren, was für Nachrichten wir jetzt empfangen können, wenn wir denn welche empfangen können. Wenn wir da schon irgendwie eine Verbindung herstellen konnten, dann müssen wir doch auch irgendwelche Informationen bekommen. Man hört auf jeden Fall irgendwelche Geräusche. Weil die haben wahrscheinlich nichts damit zu tun. Kumpel, sag da mal was. Hey, you. Don't worry about it. I got this. Will er nicht. Der will einfach nicht. Kann vielleicht jetzt doch im Control Room noch was machen? Die Rechner hier gehen gar nicht. Ist natürlich sehr ungünstig. Gut, das kennen wir auch schon. Ich habe gerade echt nicht so die Idee, wo wir hin müssen. Hier ist noch so ein Terminal. Antenne. Ah, okay. Also wir, die 216, die hatten wir aktiviert. Müssen wir jetzt dahin? Das ist die Frage. Transport anfordern, geht nicht. It's everywhere. What? Hello? Ja, das habe ich mir jetzt auch gefragt. Die 216, die hatten wir ja aktiviert gerade. Okay, Zeppelin antwortet nicht. Der Alan, der da drin war, kann nicht mehr antworten. Er hatte gemeint, dass sie gerade ertrinken. Ich hoffe eigentlich, dass das nicht wirklich der Fall ist. Ja, müssen wir jetzt, glaube ich, die Antenne nochmal umstellen und hierhin zurück. Weil die anderen funktionieren nicht. Okay. Kurz gucken, wo die Antenne war. Sieht man die ab hier? So. Dann stellen wir das nochmal um. Und hören uns mal an, was die anderen zu sagen haben. Da ist die 840. Quatsch. Zeppeline. Zeppelin antwortet nicht. Schade. Okay, dann geht ja nur noch die 49. Ich hoffe, dass wir da jetzt irgendwas Sinnvolles erfahren.
Ach so, nee, das war die 5. Yeah, just need a few more. Transport active. Unspecified cargo. Mhm, okay. Transport active. Unspecified. Mehr ist es nicht. Sehr schön. Mit Zeppelin 49 können wir irgendwas machen. Da können wir uns abholen lassen. Landet das jetzt hier auf dieser Fläche? Oh, hier war was. Hallo? Hallo? Also hören tue ich es auch. Da! Alles klar. Mit irgendeiner unspezifizierten Fracht an Bord. Ist da oben jemand drin?